In der Transportverpackung jeder Hüppe Design Elegance findet sich eine Montageanleitung. Sie sollte vor dem Einbau studiert werden. Es wird zunächst ein 15 mm tiefer Rücksprung auf der Duschwanne markiert. Hier wird die erste Wandleiste angesetzt, um die Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben anzuzeichnen. Die Leiste wird abgelegt, während die Bohrlöcher gesetzt werden. Nach einem rückseitigen Silikonauftrag wird die Wandleiste in die Schrauben eingehängt. Diese werden sofort festgezogen. Ohne Kraftaufwand wird das erste Glassegment in die Wandleiste eingeschoben und die Kederleiste eingedrückt. Nun wird das obere Lager des Anschlussprofils aufgeschraubt. Ist die Tür eingehängt, wird es geschlossen und verschraubt. Den inneren Türgriff einfach festschrauben und die Schrauben mit den Abdeckkappen verschließen. Für einen guten Spritzschutz werden auf beide Türsegmente Magnetdichtleisten aufgesteckt. Der stufenlos einstellbare Hebesenkmechanismus wird an der Unterseite der Tür ausjustiert. Der Stabilitätsbügel wird an der Wand verschraubt, eine Aufnahme wird auf das Glas gesteckt. Erst nach vollständiger Ausrichtung der Duschabtrennung wird der Bügel fest fixiert. Eine dekorative Abdeckkappe schließt das obere Lager der Tür. Abschließend wird die Schwallschutzleiste auf der Duschfläche fixiert. Sie erhält an ihrer Unterseite einen Silikonauftrag. Die Hüppe Design Elegance. Eine attraktive Duschabtrennung, die dank ihrer einfachen Montage und hohen Lieferfähigkeit dafür sorgt, dass das Handwerk seinem guten Ruf als kompetenter Problemlöser einmal mehr gerecht werden kann.